Moin zusammen, in diesem Video wollen wir eine Menge Geld verdienen, deswegen starten wir direkt in Gibraltar los, Richtung Tatooine, setzen dort zur Landung an, um eine große Menge Kaviar zu verkaufen, starten direkt wieder durch Richtung Tanga, weil wir gar nicht alles verkaufen konnten und landen dann dort vom Wasser aus gesehen, um unsere restlichen Waren direkt wieder zu verkaufen. Starten durch mit neuem Waren an Bord und fliegen zurück nach Gibraltar zu unserer Homebase und landen dann dort bei etwas schlechterem Wetter mit einer Menge Gewinn. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich möchte heute mal ein bisschen was anderes machen und zwar würde ich gerne mal, wenn wir eh schon hier ganz im Süden sind in Gibraltar, mal einen nicht ganz so langen Flug machen und ein bisschen mit dem Market Tour rumspielen. Vorher jedoch, wie immer, schicken wir unsere AI-Piloten los, damit die nebenbei Geld verdienen, während wir mal wieder Quatsch machen. Ich finde, es müsste irgendwie die Möglichkeit geben, automatisch auftanken oder so. Das ist so ein sinnlos wiederholender Job. So, einmal zurück nach Braunschweig im Herzen. Nach Hannover. Einmal zurück nach Hannover. Und nochmal zurück nach Hannover. Wir haben übrigens mit unserer Airline jetzt fast die 100% Reputation erreicht. Können wir mal hier gucken. Wir sind hier schon bei 96%, also das dauert nicht mehr lange. Dann sind wir hier auf Maximum. Dann müssen wir uns wirklich nochmal mit diesen ganzen Hubstocks auseinandersetzen. Und ich würde auch gerne noch ein zusätzliches Hub mieten. Ich habe mir nochmal angeguckt, die CJ4, die wäre in meiner Liste die logische nächstgrößere Wahl. Allerdings ist das... Ja, die kann zwar ein bisschen mehr Payload mitnehmen, das bringt uns aber nichts mehr, weil man mit dem Learjet keine Cargo-Mission mehr fliegen kann. Deswegen sind 7 Packs weniger als 9 Packs, was schlecht ist. Von daher lohnt die sich eigentlich nur so halb. Der direkt nächste Schritt auf die Longitude. Das wäre dann, die wäre dann mit 21 Millionen, die kostet uns aber schon 2 Millionen Deposit. Das wäre dann irgendwie, ja, ein bisschen mehr, als wir gerade haben. Wir könnten natürlich einen Kredit aufnehmen und so weiter und so fort. Aber, ja, vielleicht gibt es noch irgendwas dazwischen, an das ich nicht gedacht habe. Irgendwas, keine Ahnung. Das jetzt mal rauslösche. Und die, okay. 2300 nautische Meilen, 28 Passagiere. Die DC-3, kriegt man die geflogen? Bin ich noch nie geflogen. Schreibe ich mir mal auf. Gerne aber auch in die Kommentare, wenn ihr sagt, Mensch, so ein Flugzeug müsste dann so irgendwas um die 10 Millionen neu kosten, sodass wir mit einer Million Deposit hinkämen. Dann wäre das auf jeden Fall interessant als nächstes Flugzeug. Die gucke ich mir parallel mal an. So, unsere AI-Piloten sind unterwegs. Und fahren die Triebwerke hoch und ich möchte heute mal zwei kleine Hüpfer machen und mit dem Market Tool. Ich habe nämlich mal geschaut, wir sind ja in LXGB und hier GMTN ist Kaviar gut zu verkaufen und andersrum GMTN. Nach LXGB, jetzt einmal Enter drücken, dann LXGB, nochmal Enter drücken, können wir Gemüse verkaufen. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal, ganz ohne viel Aufwand. Also wir sind in LXGB, Enter drücken nicht vergessen, wir wollen nach GMTN, Enter drücken. Falscher Flieger. So, wir haben nämlich richtig Kapazität. Ach, jetzt hat er das wieder nicht gemacht. GMTN. Enter.
Also können wir Kaviar einladen. Lang und schmutzig. Wie viel Sprit haben wir an Bord? Ja, das sollte locker reichen für die für hin und zurück. Also kaufen wir Kaviar. Und wie viel können wir da kaufen? Auf jeden Fall eine Menge. Oh, das. Okay, so viel Geld haben wir gar nicht. 707, das bedeutet im Umkehrschluss, wir merken uns mal, wir haben eine Million 23. Ich würde jetzt mal 500 mitnehmen. Das ist, also wir könnten viel, viel mehr mitnehmen. Dann würden wir doch 500 mal 100, also 50.000 Gewinn machen. Cash incoming. Kaviar ist eine Zeitkomponente. Also wir machen das. Bye. 100 Kaviar, jawohl. So, wir haben Zeit. Okay, 24 Stunden. Easy. Dann los. Wir tun mal so, als hätten wir ein bisschen weniger Zeit. Ich mache das jetzt auch mal so ein kleines bisschen Captain Baloo-Style. Wir starten hier ohne großen Flugplan. Wir fliegen dann einfach Richtung 180 und kommen dann fast perfekt. Okay, wir müssen hier einmal rum. Machen wir ein Downwind-Leg, ist kein Problem. Und landen dann hier, drehen um, verkaufen das, nehmen Gemüse mit und fliegen wieder zurück. Bestes Wetter, sowieso, Live-Wetter, wie immer. Und ja, das ist es eigentlich schon. Von daher, wir machen direkt einen GPS-Flug. Wir müssen ein bisschen noch Gewicht zuladen. Ja, das ist jetzt ein bisschen falsch, weil er hier Passagiere anzeigt. Wir haben ja jetzt Fracht, aber macht nichts. Okidoki, los geht's. So viel zu gutem Wetter. Naja, geht ja. So, Navigraph-Charts brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Wir machen es mal klein. Ja, kannst mal laden, dann haben wir zumindest die beiden Airports drin. Und ich glaube, wir holen uns hier mal die Airport-Karte, falls wir eine Taxi-Anweisung bekommen. Dann fahren wir sie mal hoch. Ich versuche das Ganze mal etwas flinker zu machen. Parking Brake und so weiter, alles klar. Wir gehen auf die External Power. Fuel Quantity. Ja, wir haben noch ein bisschen was. Das dürfte nicht ganz stimmen. Ich gucke mal gerade. Ah, doch. Ja. Hier ist irgendein Fehler. Das passiert ab und zu. Ich lade jetzt nicht neu. Wir haben im Neofly gesehen und Neofly wird uns auch die richtige Menge Sprit abziehen. Das passt auf jeden Fall. Battery geht an. Ein kleines bisschen ranzoomen. Avionics geht an. Und wenn Avionics an ist, können wir uns erstmal die Freigabe holen. Ach so. Das müssen wir machen hier, ne? Gibraltar Tower, Kraken Delta, Mike Kilo, Yankee Tango, IFR, to Tetuan, ready to copy. Kraken Delta, Mike Kilo, Yankee Tango, is cleared to Tetuan Airport, is filed. Take off runway 09 or climb and maintain 13,000 feet. Departure frequency is 118.275 squawk 7764. Ja, das machen wir Kraken nicht. Delta, Mike Kilo, Yankee Tango, cleared to Tetuan Airport, as filed. Take off runway 09 or climb and maintain 13,000 feet. Departure on 118.275 squawk 7764. Inertia separators on. Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango readback is correct. Contact ground on 131.2. Und Science Camp Packs, wir haben keine Passagiere drin. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Ha, da, wo wir hinfliegen, ist ein bisschen wolkig, ganz klar. Dann geht der rechte Propeller an. Zack. Wir warten bis hier 12 steht.
können uns eigentlich parallel mal rauspushen lassen. Gibraltar Ground, Kraken Delta, Mike Kilo, Yankee Tango, requesting pushback. Kraken Delta, Mike Kilo, Yankee Tango, pushback request accepted. So, die gehen voll forward. Sehr schön. Ignition geht aus. Generator geht an. Und rechtes Pitot geht an. Ja. Dann linke Engine. Parkbremse geht raus. Wir bleiben mal kurz drin. Everything looks good from where I'm sitting. Taxi to the runway and take off. Beacon, Rignav, Taxi, Tailflood. Geht alles an. So, bist du hochgefahren. Sehr schön. Ein Stückchen noch zurück. Starter aus. Pitot aus. Das passt. Dann stop. Gibraltar Ground, Kraken Delta, Mike Kilo, Yankee Tango, requesting the end of pushback. Kraken Delta, Mike Kilo, Yankee Tango, request to end pushback received. Parkbremse geht rein. Wir holen uns die Taxifreigabe. Gibraltar Ground, Kraken Delta, Mike Kilo, Yankee Tango, ready to taxi IFR. So, ein paar Sachen müssen wir noch einstellen. GPS, das machen wir, wir holen uns Wind. Ja. Taxiing hold short runway 09er using taxiway Bravo Alpha cross runway 27 Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango. So, Altitude. Stellen wir uns ein. Ich will so 3000 Fuß hochfliegen. Was ist los? Parkbreak, ja. Das können wir erstmal machen. Geschwindigkeit mache ich alles von Hand. Heading stellen wir mal ein auf 180. Auch wenn man natürlich erst 90, wir können auch erst 90 machen. Wir machen es mal richtig. Erst 90. Cabin Science brauchen wir nicht. Transponder ist schon set, ist auch schon an. Cabin Packs dim haben wir nicht. Master Lights richtig machen. Taxi Clearance haben wir. Alle Lichter an. Haben wir auch. Habe ich was vergessen? GPS ist auch. Dann können wir los. Sehr schön. Du mal weg. Dann links rum. Parkbremse geht raus. Wir fliegen heute nur Pracht. Kein Grund, übermütig zu werden, aber zumindest. So, ich hätte jetzt gesagt, wir bleiben trotzdem hier stehen, weil er hat gesagt Cross Runway, aber das bringt ja eigentlich nichts. Takeoff Clearance. Sagt er echt Tatooine? Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango Altimeter to Niner Decimal Niner for wind 080 at 5. Cleared for takeoff runway 09er. Cleared for takeoff runway 09er Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango. Okay. Bringen wir den Kaviar zu Leuten auf Tatooine. Klappen 1.
Einmal über die Bundesstraße hier rüber. Cabin pressure haben wir gesetzt. Pitch trim is neutral. Flaps of approach. Engine auto ignition machen wir gleich an. Prop DIs muss noch an. Wir gehen auf full idle. Oh, die Autos. Das sieht schon cool aus. Landelichter fehlen noch. Da ist eine Superjacht. Und sieht ein bisschen aus wie eine AIDA, hätte ich gesagt, mit dem Blau. Dann ist der Runway Turnpoint. Wunderbar. Achso, so soll man das machen. Gerne. Ey, ist aber wirklich hart an der Kante hier. Ist ja der Hammer. Gut, so ein A320 ist natürlich ein bisschen größer. Das verstehe ich schon, aber Wahnsinn. Okidoki. Parkbremse. Beaver Takeoff Checklist. Transponder on. Cabin Pressure passt. Pitch Trim passt. Wir wollen noch Engine Auto Ignition. Ice Protection brauchen wir eigentlich nicht. Machen wir trotzdem an. Strobe Lights gehen an. Landing Lights gehen an. Taxi Licht geht aus. Timer geht an. Und Passenger Lights haben wir nicht. Cast Messages. Inertia, jawohl. Left Generator fehlte. Danke. Perfekt. Parking Brake, das passt auch. ATC Clearance haben wir. Dann fehlt tatsächlich nur noch eins. So, jetzt habe ich alles. Sicht resetten. Wir gehen auf High Idle. Fahren die ein bisschen hoch. Parkbremse geht raus. 100% Torque. Weil die hat richtig Power. Wir sind natürlich auch extrem leicht jetzt. Rewind. Rotate. Enjoy your personal flight, pilot. You can search for more jobs after you land. Positive Clank, yep. Und wir drehen rechts bei. 118.275 Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango. So, wir lassen das ATC mal weg. Madrid Center Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango is passing 1500 feet climbing 30. Klappen gehen rein. Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango Madrid Center Altimeter 29.9er Ford continue as planned. Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango, you are tree 3 miles north. Maintain present heading and altitude. Expect vectors. Visual runway 06 approach. Ja, das haben wir gerade in der Karte schon gesehen, dass wir die 06 kriegen. Uns würde ja die andere ein bisschen besser gefallen. So, Autopilot geht an, Nav Mode geht an, Altimeter Mode. VS. Was war das jetzt für ein Hüpfer? Schub geht zurück. So, dann gucken wir uns mal die Karte an. Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango, acknowledge last transmission. Ja. Maintain present heading and altitude, expect vectors, visual runway 06 approach Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango. Also die Idee ist jetzt, ja, Dämpfer.
Die Idee ist jetzt ungefähr hier hinzufliegen und dann hier zu landen. So, 3000 sind unglaublich schnell. Er sagt jetzt, dass wir in 8 Minuten unseren Punkt schon erreicht haben. Deswegen gehe ich jetzt in den Heading Mode. Wir wollen nämlich ein ganzes Stückchen weiter nach rechts, also gehe ich mal auf 210. Und wir wechseln in den Heading Mode. Ja, natürlich mittendrin in den Wolken. The outside air temperature 15 Grad, da müssen wir uns also keine Sorgen machen. Cancel IFR. Ich hätte jetzt gerne einfach eine tiefere Höhe mir geben lassen, aber das ging jetzt hier nicht als Auswahl. Von daher, und jetzt gucken wir mal, 210. Die gedachte Linie, die führt hier hin, das ist viel zu weit, also gehe ich auf 200. Dann kommen wir ein bisschen weiter hier rüber, dass wir da entsprechend etwas näher rankommen. Ich mache jetzt einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns gleich zur Landung wieder. Einmal kurz zwischendrin wieder reingeschaltet. Seht euch mal, wie sich die Landschaft verändert hat. Extrem grün. Hier mit den Windrädern. Sieht schon sehr, sehr cool aus. Wir müssen mal schauen, bevor da was schief geht. Wie hoch liegt ein Tatooine? 11, okay. Dann wirkt das hier nur so. Also hier ist es extrem bergig. Wir haben auch nur 1800, also hier sind wir schon auf 1200 Fuß vom Ground Level. Ist schon sehr cool. Aber ich mache jetzt hier nochmal einen Cut und wahrscheinlich dann bis gleich zum Landeanflug. Da bin ich schon wieder und wir drehen links ein. Was eine Gegend hier. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Und drehen auf die 60. Und gucken wir mal, wie schief wir kommen. Cool wäre jetzt natürlich... Hier ist doch auch irgendein... ...117,3. Das stelle ich mal ein. Dann müssten wir ja hier auf Bohr 1 gehen. Wir müssen ein bisschen nach rechts. Mal gucken, ob uns der jetzt hilft hier. Wo sind wir denn? Tube geht auf jeden Fall raus, Klappen 1. Ich fürchte, wir müssen da hinter den Berg. Wir fangen mal an zu sinken. Auf 2000. Brauche ich ein bisschen schneller. Hier ist eine Stadt. Der... Nee, das kann eigentlich... 117,3 ist eingestellt. Okay, dann klappt das so nicht. Hier sieht es eigentlich ganz ordentlich aus. Wir müssen auf jeden Fall, wir sinken gleich durch bis auf 1000. Fahrwerk geht raus. Was eine schöne Gegend hier. Schlängelt sich so ein Fluss. Ist klar, dass die hier Kaviar brauchen. Kann ich verstehen. So, dann schauen wir mal, Sicht Reset, ob wir die Piste schon sehen. Hier ist irgendwas.
ist jetzt genau die ist davor. So, Rudder alt unter uns. Noch 1300. Autopilot geht aus. Schub geht zurück. Klappen 2. Kurzer Ruckler, da ist die Bahn, also noch nicht, noch ein bisschen Zeit. Direkt über die Häuser hier weg, super stark. So, aufpassen, dass wir nicht zu tief kommen jetzt hier in der Perspektive. Geh lieber wieder rein. Klappen 2 sind gesetzt, Fahrwerk ist draußen, Landelichter sind an. Propeller Levers haben wir gar nicht bewegt, da haben wir gar nichts gemacht. Speed wäre 110 ganz gut, da kommen wir in die Nähe. Und da ist unsere Piste. Ein Hochhaus steht da noch im Wege, sieht ja absolut stark aus hier. Huch. Ist ganz schön was los. Sicht Reset. So, das eine haben sie da schön in die Schneise gebaut, vielen Dank dafür. Continue. ...250 unter uns. Leider keine Light Indicators. Ich schätze mal, die Dinger heißen anders, aber ihr wisst, was ich meine, die vier Lichter. Geschwindigkeit ist in Ordnung. Ich würde sagen, das sieht alles ganz ordentlich aus. Ich bin wirklich im Manual Mode, kein Autopilot. 110. Ich nehme noch ein bisschen Schub raus. Fliegt sich echt toll, die King Air. Nehmen noch ein bisschen Schub raus. Transporter from dispatch. Nice. Minus 101. Schub geht raus. I'll be in touch. Klappen gehen rein. Taxi to parking and shut down your engine. Eile. Kann ich mal umstellen. No Eile. Taxi-Lichter gehen an, Landelichter gehen aus, Strobes gehen aus. Und dann Taxi zum Gebäude. Dann springen wir mal in Neofly. Und gucken mal, ob wir Geld verdient haben. Müssten wir ja eigentlich. Ja, minus 101. Kommen da noch ein bisschen schnell rein. Mal gucken, wie ich da noch besser werde. Können wir gleich in der nächsten Landung direkt ausprobieren. Ich schätze mal, es gibt so ein paar Geheimrouten in Neofly, wo man mit kurzen Flügen extrem viel Geld verdienen kann, wenn man die richtigen beiden Airports nur miteinander verknüpft. Falls jemand welche kennt, da wäre ich nicht abgeneigt, würde mich interessieren. So, wir sind runter. Wird die ATC. Taxi for Takeoff Options. Ne, die ATC hilft uns hier nicht, zu klein der Flughafen. Das heißt, wir weisen uns selber ein. Ups, das war natürlich ein bisschen viel auf einmal. So, und da wir dann gleich wieder los wollen, verzeiht es mir. Low-Speed Steering ist auch so eine kleine. Werde ich mich jetzt nicht so einparken, dass ich mir rausputze. Oder doch, machen wir doch. Hab's mir gerade überlegt. Wir haben ja noch Trick 17. Parkbremse geht rein und Cut-off. You can start your engine now. Ich
ich mach mal, klick das mal weg, dann zu Neofly. Also, wir sind erfolgreich gelandet. Und ist doch gut, was hat er denn? Irgendwas hat er immer, ne? So. Market. Und wir wollen jetzt Kaviar verkaufen. Alles. Oh nein. Oh nein. Wir haben noch Kaviar über. Ich habe zu viel Kaviar gekauft. Nein. Okay, GMTT. GMTT, kaufst du bitte Kaviar? Ja. Jetzt habe ich mir natürlich auch den Preis nicht gemerkt. Du verkaufst 165 Gemüse. Okay, dann wird das jetzt ein Dreiecksflug. 165 Gemüse kriegen wir gar nicht rein. 40 Gemüse. GMTT kauft Gemüse. Dann kaufen wir jetzt auch Gemüse. Und fliegen jetzt nochmal zu GMTT. Hahaha, super. Super. Ja. Okay. Zack. Engines an. Mit dem Left starten wir. Das war zu früh. Huch. Machen wir die Gens aus. Das Auto Ignition aus. Okay, geht rein. Wir starten mal ein bisschen schneller die Engines hier. Die sind ja auch noch warm. Das macht man so. Das habe ich also gelesen. So, wir wollen dann hier hin. Irgendwo. Da? Nee. Der ist höher, der Airport. Der ist also irgendwo hier. Den finden wir schon. So, linken Generator an. Links Ignition aus. Rechter Generator an. Rechts Ignition aus. Perfekt. Parkbremse geht raus. Gegenschub. Okay, also, was stellen wir ein? Wir stellen 3000 Fuß ein. Hier ist es relativ bergig. Mann. Wir brauchen die 60, weil das unsere Startrichtung ist. Das haben wir auch eingestellt. Landing Lights gehen an, Taxi Lights gehen aus, Strobes gehen an. Der ganze andere Kram bleibt. Auto Ignition geht an. Full ist, Full Prop ist. Dann können wir los. Achso, wir müssen noch Bescheid sagen. Departuring. Ja, wir wollen jetzt nach Westen. Ja. Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango with Alpha request taxi for takeoff west departure. Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango taxi to and hold short of runway 06 by a taxiway. Hier ist doch eine Contact Tower on 119.0 when ready. Okay. Taxiing hold short runway 06 by a taxiway Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango. Tetuan Tower, Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango at runway 06 ready for departure west departure. Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango altimeter 29.91080 at 8. West departure approved. Cleared for takeoff runway 06. Das war natürlich super klasse. Viel zu viel Kaviar eingekauft. We won. Rotate. Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango. Acknowledge last transmission. Enjoy your personal flight, pilot. You can search for more jobs after you land. Cleared for takeoff runway 06 Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango. Ist wieder so eine coole Stadt. Positive Climb, gear up. Kilo Yankee Tango continue for west departure.
Autopilot geht an. Heading Mode und wir drehen ein. Schub geht ein bisschen zurück. Fußballstadion unter uns. Sehr schöne Stadt. Gefällt mir gut. So, wir steigen mal mit 2500 Fuß die Minute. Klappen gehen rein. Ja, wir stellen jetzt die Frequenz mal um. Tschüss, Tatooine. Dann mal einen Blick. Wir müssen noch ein bisschen weiter drehen. 270 ist wahrscheinlich etwas viel. Welche Richtung hat die Bahn? Oh, die ist perfekt für uns. Die hat 280 oder so. Dann gehen wir mal auf 280, weil wir ein kleines Stückchen hoch müssen. Okay, dann fliege ich jetzt mal Richtung Batuta. Und ach, in Tanga, das ist dann in Tanga. Verstanden. Und dann machen wir kurz einen Cut und dann gleich bis gleich zum Landeanflug. Und da melde ich mich zurück. Ich habe gerade mal geguckt, auf welcher Höhe Batuta ist und die Höhe ist vernachlässigbar, aber Batuta hat ein ILS auf der 2.8. Also gehe ich jetzt ein kleines bisschen nach rechts. Wir geben die 109.3 ein als aktive Frequenz. Das kann weg. Und haben hier den Localizer gefangen. Und dann gehe ich doch mal sofort, aber sowas von, in den Approach Mode. Denn da kommt schon unser Glideslope runter. Mal gucken, ob er den fängt, auch wenn er noch nicht auf dem richtigen Localizer-Signal ist. Aber zur Not können wir den als Orientierung also perfekt nutzen. Schub geht raus. Wir müssen Geschwindigkeit verlieren, damit wir die Klappen setzen können. Er müsste irgendwo da. Müsste der Flughafen sein. Wir holen uns mal eine Landeerlaubnis. Wahrscheinlich will der uns auf der anderen Seite reinbringen. Wir fragen trotzdem. Full Stop. Tanger Tower Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango is 1-2 miles east 3000 feet with whiskey to land. Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango Tanger Tower. Ja. 89. Okay, left downwind. Dann war es das mit unserem ILS. Wir gehen zurück in den Heading Mode. Bla 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 bla. Heading. Und drehen nach links. Wir sollen nämlich links dran vorbei. Heading. Autopilot mal aus. So, da ist die Piste. Und ich fange an zu sinken, mache nochmal einen ganz kurzen Cut und melde mich zurück, wenn wir am Final sind. Willkommen zurück zu Landeanflug 2 von 3. Da vorne ist die Piste. Ich habe also einen Left Downwind, habe die Landeerlaubnis schon bekommen. Klappen sind komplett draußen, Fahrwerk ist draußen. Continue. Ich sink mal ein bisschen weniger schnell. Ich meine, 3 rot, 1 weiß zu sehen, ist schwierig zu erkennen. Und dann hoffen wir, dass die uns den restlichen Kaviar hier abnehmen. Wieder eine absolute Glanzleistung des Gameplays. Ich glaube, ich bin zu tief. Geschwindigkeit ist okay.
Dame sieht doch eigentlich auch ganz gut aus. So. Gucken, ob wir es diesmal ein bisschen besser hinkriegen. Und nochmal gucken, ob das Fahrwerk draußen ist. We have touchdown. Und bremsen. Contact ground for your parking assignment, then shut down your engine. Tja, können wir hier auch runter? Sieht eher nicht so aus. Mal gucken. Während wir hier langsam rollen, gucken wir mal schnell. Dismiss, das hilft uns jetzt nicht. Search. GMTT. Ja, when able ist. Genau darum geht's mir. Charts, Taxi, Tenda. Wo ist das Gebäude? Naja, da müsst ihr jetzt kommen. Doch auf der 10 gelandet. Ich sehe da kein Gebäude, keine Gebäude. Ach, da. Na, perfekt. Klappen gehen rein. Sehr schön. Parkbremse geht rein. Ja. So, Strobes gehen aus, Landelichter gehen aus, Taxilichter gehen an, Auto Ignition geht aus. Der Rest passt. Was hat er noch? Inertia, Parking Brake und Fuel Pressure, ja. Taxi to Parking. Tango Ground, Kraken Delta, Mike Kilo, Yankee Tango Taxi to Parking. Taxiing to General Aviation Parking using Taxiway Alpha Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango. Ah, es gibt ja nur den einen. Da vorne sollen wir schon hin. R-74 war die Landung. Die war etwas besser. Fühlte sich auch etwas besser an. Ich werde mit der Geschwindigkeit weiter runtergehen. 105 erscheint mir zu hoch. Parken wir uns hier ein. Stopp. Und aus, 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 aus. Jens aus. Zurück zum Neofly. Und dann gucken wir. Kaviar. Kaufen. Jawohl. Und Gemüse verkaufen wir auch. Jawohl. So, und dann... Sekunde. So. Von GMTT zu LXGB. Coffee. Coffee, Coffee, Coffee. So, maximal, jetzt lernen wir es, 510. So viel können wir aber gar nicht mitnehmen. Kaffee ist schwer. Nehmen wir 150 mit. Kriegen wir 150 rein.
150. Ja. 150 mal 200. Stark. Bei. Jawohl. Coffee ist drin. Zurück zum Flugsimulator. Wir starten. Rechte Engine. Okidoki. Dann ab nach Hause. Ich bin mal gespannt, was da jetzt am Ende bei rumkommt. So. Wir sind von da gelandet. Runway 10. Das heißt, wir müssen hier nach links. Gut, da sind wir. Takeoff Clearance. Eine Lichtattacke, Lichter, Strobes, Auto Ignition. Oh. Fuß, Heading 100, Takeoff, Sicht Reset und los geht's. V1. Rotate. Enjoy your personal flight, pilot. You can search for more jobs after you land. Positive climb gear. Autopilot geht an. VS Mode mit 2000 Fuß und wir drehen nach rechts bei. Klappen gehen rein. Links wäre gut gewesen, ne? Oh Mann, oh Meter. Wir fliegen mal auf. Wir drehen uns wieder den Punkt aus. Wir machen mal so 45 Grad. Okay. Wunderbar. Bestes Flugwetter. Wir steigen auf 3000. Und dann geht es schwupps zurück nach Hause. Bis gleich. Und dann melde ich mich wieder zurück. Hier in Gibraltar hat sich tatsächlich ein kleines bisschen das Wetter geändert. Und irgendjemand hat an meiner Trimmung rumgespielt. Wahrscheinlich der Autopilot. Also hier ist jetzt ganz ordentlich schlechtes Wetter. Wir holen uns mal ganz schnell eine Landeerlaubnis. Gibraltar Tower, Kraken Delta, Mike Kilo, Yankee Tango, 8 miles west, 2600 feet to land. Landing Gear geht raus, Klappen 2. Das machen wir. Vielen lieben Dank. Ein bisschen Schub noch drin lassen. Wir müssen ja noch einmal über den Teich. Jetzt einmal hier ein bisschen zoomen. Tipp, tipp, tipp. Ah, das war hier nur so eine Wolkenfront. Klappen sind voll draußen. Fahrwerk ist draußen, Speed ist checked. Runway ist in sight.
Entschuldigung. Ja, können wir machen und dann kann dieses blöde Fenster auch weg. Continue. Bisschen Wind von links. Zwei rot, zwei weiß. Speed checked. Ich versuche unter 100 zu kommen. So, jetzt drei rot. Ich ziehe die Nase ein bisschen hoch. Mal ein bisschen kleines bisschen höher sitzen. Bahn ist ja nicht besonders lang, aber für unseren Vogel absolut ausreichend. So, Speed. Achtung, Achtung. Wir sind auf jeden Fall drüber. Und jetzt schön sanft aufsitzen. Saftig aufsitzen, ne? We have touchdown. Minus 57. Klappen gehen rein. Mach ich. Mach ich auch. Going to 1-3-1-2 Kraken Delta, Mike Kilo, Yankee Tango. Die Ignition aus. Idle. Strobes aus. Landing Lights aus. Taxi Lights on. Rest passt. Dann bitte noch eine Park. Gibraltar Ground, Kraken Delta, Mike Kilo, Yankee, Tango, request taxi to parking. Kraken Delta, Mike Kilo, Yankee, Tango, taxi to general aviation parking via taxiway Alpha Bravo. Und dann ist es da drüben, ne? Radbremse geht raus. Yepsi. Taxiing to General Aviation Parking using taxiway Alpha Bravo Kraken Delta Mike Kilo Yankee Tango. Okay, na da bin ich jetzt mal gespannt. Wir parken jetzt noch und dann gucken wir mal, was dieser Turnaround hier gebracht hat. War ja sozusagen sogar mit Fifth Freedom Flight. Okay, die wollten mich jetzt mit einer anderen Richtung haben. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Machen wir das noch eben. Und Parkbremse. Inertia Steps bleiben an. Cut off. Bicken aus, die ganzen Lichter aus. Dann kann auch der Inertia Separator aus. Wir machen uns Ground Power an. Und gehen rüber zu Neofly. Erstmal einmal wegklicken hier. So. Wir haben noch Kaffee. Kaffee an Bord. Kaffee wird verkauft. Sell. Ach, wir haben hier wieder so eine Doppelung drin. Ich wollte gerade sagen, das passt doch jetzt total alles überhaupt nicht. Es ist ja auch gar nicht möglich, dass die schon wieder da ist. Das ist ja auch verkehrt. Na gut. Taschenrechner. 1418 minus 121 minus 121 minus 37 sind wir bei 1213 minus die 1023, die wir hatten. Also wir haben jetzt mit diesem Umlauf 190.000 Dollar gemacht. Ja, also das kann man auf jeden Fall mal machen. Da ist man mit gut 2 Stunden ist man da sehr schön am Ziel. Das hat
auch extrem viel Spaß gemacht mit den Starts und Landungen. Jetzt sind wir hier wieder in Gibraltar. Und jetzt werden wir dann entsprechend unseren Flug zurück Richtung Hannover antreten. Und wahrscheinlich haben wir durch diesen mal wieder unglücklichen Umstand der Doppelung dann vielleicht sogar genug Geld, um uns in eine Longitude zu setzen und mal zu gucken, ob wir damit über den großen Teich kommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen lieben Dank. Wie immer, fly safe. Bis dann. Tschüss.